Da. Ich komme gleich. Gefall ich dir nicht? Liegst da wie ein Stein, wie soll ihm das gefallen? Ist doch nicht meine Schuld. Mehr kann ich nicht machen. Der alte Trick. Steckst Geld ein und das war's dann. Ich muss arbeiten fürs Geld. Ist das zu viel verlangt, dafür ein Stück Herz zu kriegen? Da sag ich mir, vergiss die Weiber, geh zu einer Nutte, die haben mehr Herz als die Weiber und was ist? Nichts. Du bist auch nur scharf aufs Geld. Und übrigens bist du nicht besser als alle anderen. Wo der Mensch ein Herz hat, habt ihr einen Schlitz. Eine wie du hat mich 4 Jahre lang ausgenommen. Und dann hat sie mich sitzen lassen. Und ich kann für sie blechen, schön lassen. Soll ich mich aufhängen? An was denkt ihr, Weiber? Nur an Geld? Scheiße seid ihr. Thank you.
Was ist? Ich hab dir was zu essen gemacht. Ist gut, stell's dorthin. Komm mal her. Komm her. Näher. Näher. Mein Gott, nun hör doch endlich auf zu heulen. Wirst dich schon noch dran gewöhnen. So ein Gefühl geht vorbei. Komm, jetzt mach dich frisch. Ich kann nicht mehr. Ich will weg, ich will zurück. Das hört dir ein bisschen später an, wie? Hier kommst du nie raus. Und sagst du das nie wieder, sonst zerschlägt dir die Seele aus dem Leib. Ist doch nichts passiert. Komm, wasch dir jetzt das Gesicht. Guck dich doch mal an. Du siehst aus wie ein Klon. Wie ein richtiger Zirkusklon. Du bist ein richtiges Kind. Und wenn ich einfach so abhaue, sucht er mich dann? Vergiss, was du denkst. Bring keinen Stuss. So schafft das keine von uns. Es sei denn, wir machen ihn kalt. Bist du wahnsinnig? War's für dich auch schön? Hol mir ein Bier. Dein Essen wird kalt. Hol mir das Bier. Wie viele sind da gekommen? Nur einer. Der von gestern und der ist gleich zu Renate. So ein komischer Typ mit Bart. Magst du mich? Du gefällst mir. Ich mag dich. Wirklich. Sag mal. Was quatschen die Weiber so hinter meinem Rücken?
Ida. Wieso? Nichts. So. Erzählen also gar nichts? Was sollen die schon erzählen? Hau ab, Kuhfurze. Sonst poliere ich dir die Birne. Hier. 150. Wieder der Heuler von gestern. Soll ich da hinlegen? Ich lege euch um! Was steht ihr hier um? Raus! Ich schlag euch zu Brei! Raus hier! Arbeiten! Was glaubt ihr, wo ihr seid? Los! Gebumst? Wieso? Was meinst du? Na, vorhin, du warst doch bei ihm. Ich habe ihm was zu essen gemacht. Glaubst du, es macht mir Spaß, ihn zu bedienen? Gerade den. Und dann ihm war das Bier zu warm, der Finger an zu toben. Der trinkt kein kaltes Bier. Sich absamen, das wollte er wohl bei dir, was? Du bist wohl nicht bei Trost. Ich mit dem. Nee, meine Süße, das überlasse ich lieber dir. Wie die Hühner. Immer aufeinander rumhacken. Geht's nicht mal andersrum? Scheiße. Das vertrage ich nicht, diese Geschichten. Da besamt sie und hinterher euch das ja aus. Darum geht's mir. Loder. Glaubt ihr, sie war nur so bei ihm? Vor lauter Eifersucht, hä? Von mir hört er kein Wort. Aber sie ist doch sein Spitzel hier. Die Kronprinzessin. Schluss jetzt! Das will der doch, dass wir uns gegenseitig auffressen! Das ist nun mal so. Und Geld.
Geld werden wir von ihm nie sehen. Nie. So. Aus der Traum. Wie bitte? Kein Geld? Also dann werde ich gleich mal zu dem hingehen. Wozu bin ich denn hier? Hol Luft, bleib sitzen. Du willst jetzt zermatscht werden? Wenn der mal vom offenen Fenster steht, da reicht doch ein Stoß. Sieht gut aus. Selbstmord. Im Ernst, das könnte gehen. Was ist? Macht ihr mit? Na los, du wolltest doch zu ihm, also geh. Ich? Nur mein Geld wollte ich. Aber sowas, dass ausgerechnet dir das einfällt und gerade jetzt? Nee, von dir lasse ich mich nicht in sowas reinziehen. Nee. Das fliegt früher oder später auf. Einfach so aus dem Fenster. Pff. Den Gedanken habe ich den schon tausendmal umgebracht. Immer wieder anders. Am liebsten wäre mit Giancarlo. Es geht am schnellsten und ist todsicher. Pisslatten. Ausgerechnet jetzt wollen die. Gleich 2 Uhr. Zu Hause kriegen die keinen Schuss mehr los. Was gibt's? Das sind 2 Typen. Die sagen, wollen Chef sprechen. Freier sind's nicht, auch keine Bullen. Wo sind die anderen? Ist Kundschaft da? Ist gleich 2 Uhr. Die sitzen alle an der Bar. Schick sie in ihr Zimmer. Und die 2 Typen? Lass sie in die Bar. Sag ihnen, ich komme gleich. Hier dann. Wenn Sie in der Bar warten wollen, der Chef kommt gleich. Na, jetzt geht's rund. Der Kleine da ist stark bekannt. Der hat schon 3 Mädchen das Gesicht weggemacht. Vector, was gibt's denn? Ins Zimmer los. Hallo, Mann, lange nicht gesehen. Die wollen abkassieren. Wo ein Laden neu aufmacht, sind die Asker da. Gleich geht's los. Was soll man jetzt machen? Tu doch was, holt die Polizei! Du bist doch hier nicht in einem Kackdorf, Süße. Halt die Klappe, setz dich hin. Lade! Wo sagst du denn? Bin schon unterwegs! Drei Whisky pur. Ich trinke meinen Whisky mit Sodasüße. Da, so sind wir bestückt. Mehr führe ich nicht. Ich kaufe alles im Großmarkt. Okay, da. Siehst du es, ja? Das ist alles. Mir rentiert sich nicht, ist noch zu früh. Verstehst du, was ich meine? Es läuft noch nicht. Außerdem gestern schon die erste Razzia.
Sowas versaut den Laden. Komm, komm, Mann, was denn für eine Razzia? Entweder du hast deine Papiere oder du hast sie nicht. Ist das meins mit Soda? Mhm. Na denn, auf die Razzia. Mist. So ein Pech. Dein Laden läuft doch schon einen Monat. Also läuft er doch. Bei dem heißen Feger werde ich ja sogar noch scharf. Klar. Die ganze Gegend schwärmt von deinem Laden. Was denn? Um diese Zeit noch Kundschaft? Nicht schlecht. Sag mal, du willst mich doch nicht verarschen. Geh schon mal auf. Und dass mir niemand auf den Teppich kotzt. Mach schon, wir haben keine Zeit. Willst du, dass wir die Lager... Rein. Da geht schon, dicke Luft. Gehen Sie hier rein. Wir kommen gleich. Siehst du? Feine Papiere. Alles fein sauber. Da wird der Nächste vom Finanzamt was rausholen. Er kommt schon klar. Geh du zuerst. Und das dann? Soll das der Vertrag sein? Rosi. Ist dir was passiert? Weg da. Den werde ich zeigen, wo es lang geht, Arschficker. Wie lange soll die verdammte Tür noch offen stehen? Zumachen. Sieht doch schon ganz gut aus. Oh, mir platzt der Kopf. Und diese scheiß Halsschmerzen gehen nicht weg. Ich müsste mal runter mit Tabletten holen. Soll ich dir eine Veilchensalbe mitbringen, Renate? Bleib du mal lieber hocken. Solche Ausflüge kann der gar nicht leiden.
Tabletten habe ich, wisst ihr eine? Hm? Wie alt sind denn deine Kinder? Das Mädchen wird 5. Der Junge ist 6,5. Wieso? Ist was? Ich dachte nur, dass du vielleicht Sehnsucht nach ihnen hast. Na, und wenn schon. Ist auch so eine verdammte Lüge, dass Kinder eine Ehe zusammenhalten. Aber irgendwann räche ich mich. Und dann kommen die Kinder zu mir. Ich habe nicht mal das Geld für eine Tafel Schokolade oder sowas, wenn ich sie besuche. Mein kleines Mädchen. Schwarz-große Kirschaugen hat sie. Da kommt der große Boss angerauscht. Fass mal mit an. Weitergehen. Mineralwasser ist alle. Aber in der Küche ist noch welches. Soll ich's holen? Wer war das? Ich hab doch gestern dir und diesen beiden Typen... Wer das gesoffen hat, will ich wissen. Ich trinke nie Whisky, der bekommt mir nicht. Ich nicht, ich schwör's. Wer? Ich will wissen, welches Fickmaul da dran war. Kann sein, die Susi. Die war doch immer scharf auf was Hartes. Obwohl... Wir hätten es ja sehen müssen. Ihr Fickfressen wollt mir das Geschäft versauen, was? Na, wartet. Jeden Pfennig, den ich hier investiert habe, hole ich aus euch raus. Wo willst du hin? Ich bin noch nicht fertig. Kommt her. Her mit euch! Hast du's? Nein, nicht, ich schwör's. Ich war's. Aber du, Kuhfotze, du hast gesoffen. Du ausgewichstes Loch, du. Hast du das ausgesoffen? Hm. Ja? Natürlich nicht, klar. Aber du singst mir jetzt vor, wer das war. Nein! 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 Du! Schluck! Schlucken, sag ich. So, jetzt sing. Ich muss hören, wer? Jetzt könnt ihr feiern. Sauft den Rest.
gekotzt wird draußen. Wenn du mir den Teppich versaust, du leckst ihn wieder blank. Die 20 Mark von gestern, hast du noch? Was für 20 Mark? Und was ist das? Hinter meinem Rücken Kasse machen. Ich wollte nur... Meine Mutter hatte Geburtstag. Wenn du nochmal bunkerst, hast du mal ein nettes Gesicht gehabt. Damit du es nicht vergisst, dafür arbeitest du einen Monat umsonst. Das vom Heim. Willst du ihn nicht lesen? Ach, mach ihn doch auf. Lass mich in Ruhe. Hallo, da bin ich wieder. Grüß dich. Bin früh dran. Macht nichts. Wo ist er? In seinem Zimmer, wo sonst? Was gibt's? Wollen wir uns wieder vertragen? Was willst du? Ich würde gern wieder hier arbeiten. Nun mach doch nicht so ein Gesicht. Alles klar? Ich gehe mich dann umziehen, ja? Na, ihr Hühner, wie geht's denn so?
warst doch schon mal weg. Ja und? Jetzt bin ich wieder da. Deine super schlaue Scheiße, was ist damit? Ich bleib das, was ich bin. Am ersten muss ich die Miete bezahlen und ewig kann ich nicht von der Hand in den Mund leben. Ich muss Geld machen. Der Rest ist mir scheißegal. Durchhänger habt ihr heute drauf. Mensch, eine Stimmung wie auf einer Beerdigung. Halt du die Klappe. Ach, weiß doch, Monika. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Vielleicht zieht er dir nur eine Woche ab. Ich guck mal nach Rosi. Die muss ja jetzt aufstehen, sonst... Wo willst du hin? Darf ich nicht mal auf den Topf gehen? Wo ist Rosi? Die macht sich gerade fertig. Du, es tut mir leid. Ich kann heute nicht. Ich habe meine Tage. Komm her. Das kriegen wir schon hin. Komm schon. Komm. Ich zeig dir mal was. Keine Angst. Hast du was an? Ja, weg damit. Zieh das mal saure Zeug aus. Alles gut, setz dich. Keine Angst, ich will es dir nur zeigen. Du hast keine Angst zu haben. Alles nein! Alles nein! Ich mach's selber, ich mach's selber. Na, ist doch gut. Immer noch zu heiß? Da siehst du. Und jetzt wasch dich. Wasch dich, du Stinkdrecksau! Waschen, waschen, waschen! Und genauso machst du es in den Kerl aus, kapiert? Waschen! Immer weiter, weiter! Ziehst du deine Bluse nicht aus? Es macht 10 Mark extra. Gut. In Ordnung. Das mag ich nicht. Wieso? Wofür habe ich denn bezahlt? Es macht noch mal 10 Mark. Gut, in Ordnung. Erst die Piepen.
Nicht auf den Mund. Also? Was ist? Sie wird's überleben. Sagen die jedenfalls. Ich gehe was besorgen. Wenn's klingelt, mach lieber nicht auf. Hey, Schwester, hallo. Entschuldigen Sie. Wie geht's Fräulein Monika? Gut, sie schläft. Geben Sie sie ihr, wenn sie aufwacht. Sagen Sie bitte nur, die sind von Heinz. Na gut, aber sie gehen jetzt besser. Hat doch wirklich nichts verbrochen. Ich halte es hier nicht mehr aus. Wir müssen etwas tun. Sonst bin ich vielleicht die Nächste. Oder du. Oder auch du. Also, was ist mit euch? Das können wir schon groß machen.
Am besten wir packen unsere Koffer und hauen ab. Wenn wir hier bleiben, verrecken wir alle. Du mit deinem Koffer. Erst müssen wir ihn umlegen. Ja, aber wie? Er hat gesagt, wir sollen die Tür nicht aufmachen. Was wäre ich wieder gegangen? Was soll denn das? Wem bringst du die Taschen? Das sind meine. Ich ziehe jetzt hier ein, wenn du nichts dagegen hast. Du hast mehr Glück als Verstand. Gerade ist ein Bett bei uns frei geworden. Ach nee, wieso denn? Ganz einfach. Monika hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. So gut hat es dir hier bei uns gefallen. Wie du. Das konntest du wohl nicht aushalten, dein letztes bisschen Freiheit, was? Was verstehst du von Freiheit? Freiheit wofür? Kannst du mir das sagen? Wenn ich mich entscheide, dann immer radikal. Du hast ja schon wieder den ganz langen Löffel. Dabei sitzt du mittendrin in der Scheiße. Aber noch den Bullen schreien, wenn du mal die Hucke voll kriegst. Es war ein blinder Reflex. Wie spät ist es denn? 7:15. Aber heute ist Samstag. Die Säcke müssen erst auf Familie machen, bevor sie hier antraben. Quatsch dir schon wieder. Ich hab Hunger. Na komm, mach mir was zu essen. Bin ich jetzt die Köchin hier? Na sowas. Leider kann ich gar nicht kochen. Tatsächlich, du kannst nur die Beine breit machen. Dafür wird bezahlt. Komm doch mal her. Ich kann wirklich nicht kochen. Schon gut. Ich will dich auch nur bumsen. Wenn du dafür zahlst? Aber klar zahle ich. Also los, komm. Na komm. Sag ich dir. Auf die Knie. Leck mich. Leck mich, sag ich dir. Alles, auch noch das Kochen.
Von hinten und vorne bedient was. Ganz schön schlau von dir. Dass sie alle gekommen sind. Was hatten die? Die schleichen immer so. Also wirklich, dass sie alle gekommen sind? Blumen hast du auch schon eingeheimst? Hast du wohl gleich einen Doktor geangelt, wie? Die sind von ihm. Die hat meine Schwester gebracht und gesagt, die sind von meinem Verlobten. Hier rauchen wir, die piept's wohl. Ja und, ist viel los bei euch? Ach, und einen Schlaf kriegen wir noch. Eine taufrische Zeitung. Was ein Service. Sag mal, bist du überwintern? Ich weiß gar nichts. Der Arzt ist mit mir zufrieden. Nur da sind so zwei andere, die kommen jeden Tag. Die wollen wissen, ob ich irgendwas Seelisches habe. Kummer oder so. Ich sag denen aber nichts. Du Monika, mein Klaus hat ein Bild gemalt, das musst du sehen. Seid ihr allein gekommen, oder hat er euch? Hm. Hier, habt ihr das gesehen? Das ist doch einer von den beiden Typen, die, weißt du, die bei uns abkassieren wollten. Na klar, hast du das. Mit zwei Kugeln im Kopf wurde gestern früh die Leiche des Barbesitzers Robert K. in seiner Wohnung aufgefunden. Aufgrund eines Schusswechsels hatten Nachbarn die Polizei alarmiert, die sich mit Gewalt Zutritt zu der Wohnung verschaffen musste. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Scheiße, das ist er. Stimmt. So, was hat er schon mal gemacht? Wenn ich hier rauskomme, ich fahre sofort zum Bahnhof. Mit dem nächsten Zug bin ich fort. Nicht wie weg. Der ist doch tollwütig. Einfach so, einfach weg, ja? Wie stellst du dir das vor? Wir quasseln immer von abhauen, aber keiner tut was. Ich schleiche mich nachts hier raus. Dann krieg ich einen Frühzug. Da fahre ich zu einer Tante ganz weit weg. Ja, einfach so. Aber mit einer Kanone. Der hat doch eine. Na klar, der eine, na und? Mensch, wir knallen den ab, wie eine Ratte. Ist ziemlich warm hier. Euch auch?
Polizei. Razzia. Wollen Sie den Chef sprechen? Was gibt's? Polizei. Ihre Papiere bitte. Wir wollen ja keinen Ärger. Suchen Sie was Bestimmtes? War einer von denen schon mal hier? Nie gesehen, kenne ich nicht. Hier kommt keiner rein, der Ärger macht. Keine Sorgen. Sie doch. Kundschaft ist keine da. Möchten Sie einen Whisky? Kommen Sie. Rein mit euch. Was gibt's da zu glotzen? Los. Mist, ich hab gedacht, die schnappen sich ihn. Reine Routine-Sache. Wenn du auf Wunder wartest, passiert gleich null. Du kannst dein Bett wieder haben. Rosi zieht zur Renate. Wie spät? 6:30. Ob der nur heute bleibt? Der wird schon früh genug bellen. Sonst ist er doch immer so gegen 3:30 zurück.
Na, wer sagt's denn? Ach, Quatsch, der Dornschlüssel. Soll ich gehen? Wie spät ist es? Viertel vor zehn. Was ist, wenn er abgetanzt ist? Vielleicht haben die ihn umgelegt.
bitte, gnädige Frau, dieser Krach, meine Frau ist so schwer krank und kann nicht schlafen. Ich will Sie bitten. Penner, du alter Penner, willst du auch noch ein loswerden? Hau ab! Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich packe meinen Koffer und verschwinde. Der kommt doch im Leben nie wieder. Ja, ich gehe. Jetzt gleich. Wenn wir jetzt nicht gehen, dann... Hey, was ist denn hier los? Was los ist, habe ich gesagt. Ja, verletzt. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Geschlafen? Ich habe da was geträumt von meinem Vater. Mein Vater. Eine Ewigkeit ist das her, dass er da war. Weißt du das? Ich rede mit dir, Renate. Miststück, sperr gefälligst deine Ohren auf, wenn ich mit dir spreche! Habe ich geträumt. Wenn der noch atmen würde, 10-mal würde ich dem die Gurgel abdrehen. Hörst du mir zu? Ja. So ein Traum. Ich war klein, ungefähr 6, 7.
Ich ging neben ihm her, so einen Weg mit Pappeln. Und das Arschloch sabbert immer wieder dieselbe Kacke auf mich runter. Und auf einmal, da kommt ein Mann auf uns zu. Hat einen großen Hund mit, sowas wie ein Schäferhund. Der Mann kommt immer näher und auf einmal tritt er mir voll in den Bauch. Ich will meinen Vater rufen und schreie, aber da kommt kein Ton. Und dann merke ich erst, der Hund hängt mir an der Brust und hat mir am Hals gepackt. Und dann... Was war da noch? Scheiße. Was ist denn? Mach Platz, ich will die bumsen.
Dreh dich um. Und zwei. Und ihr pennt hier einfach, als wären wir im Hilton. Gib mir eine Zigarette. Was ist? Wo bleibt die Zigarette? Schon gut, ich geb sie dir. Mach schon. Gleich? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Fickmaul. Ich leg dich um. Ich leg dich um. Mit ihr Groschen nur. So, jetzt zeige ich es euch, wartet.
Nehm euch mit, ihr Dreckweiber! Stückeln einzeln. Ich werde euch alle ihr Löcher. Alle. Weg, sage ich. Weg. Ja, 5 Mark holen. Stinkfotzen. Fertig! Denk da weg!
können jetzt weg. Meine Mutter, die weiß nichts davon. Ich fahr zurück. Ich kann nirgendwo hin. Ist mir aber auch egal. Hauptsache, ich komme hier raus. Ich gehe und hole meinen Jungen. Der arme Kleine. Der braucht mich so sehr. Ich gehe mit ihm weg. Meinetwegen fahre ich sonst wohin. Putzen würde ich, alles würde ich tun. Jetzt haben wir alles wieder. Unser Leben. Unsere Freiheit. Wir sind frei. Kundschaft, meine Damen.